Ja, ich liebe es, na na na. Also ich persönlich finde diesen Helm sehr, sehr schön, wie von Optik auch vom Design her. Er ist sehr bequem, ich habe den Helm in Größe L genommen. Ich habe auch einen anderen Helm in Größe L und der passt einfach perfekt so vom stylischen her, wenn man es mal anguckt. Die Firma ist vielleicht Nexo, könnt ihr ja schon mal sehen. Ich finde den Helm sehr, sehr schön, man kann ihn auch noch ein schwarzes Visier nehmen, wenn man will, muss man aber natürlich nicht. Sehr, sehr schöner Helm. Was mir positiv aufgefallen ist, wenn man den Helm aussetzt, werden halt die Wangen so ein bisschen richtig ins Polster reingedrückt. Was ich sehr wichtig bei solchen Helmen finde. Ja, sehr, sehr guter Helm auf jeden Fall. Wir können ja nochmal zum Thema Schutz bei dem Helm eingehen. Das Polster kann man leider nicht rausnehmen, was ein negativer Punkt ist, aber sonst finde ich es eigentlich sehr, sehr gut. Also ihr seht schon. Aber man kann das Polster leider nicht rausnehmen, was jetzt nicht ganz so geil ist. Der Helm öffnet drüber eine E-Nummer. Was euch ganz wichtig ist, wenn ihr euch einen Helm kauft, er muss auf jeden Fall eine E-Nummer haben, dass auch richtig geprüft ist, was ihr auch schon sehen könnt, das ist hier die E-Nummer. Ich kann es gerade mal ein bisschen ranzoomen, dass ihr das machen könnt. Moment. Das müsst ihr so. Moment. Könnt ihr das so sehen? Auf jeden Fall ist da eine E-Nummer. Was auch ziemlich, ziemlich wichtig ist, wenn ihr euch einen Helm kauft, dass der auch auf jeden Fall geprüft ist, dass ihr wisst, dass ihr damit sicher im Straßenverkehr unterwegs seid. Ja. Hier haben wir auch noch so schöne Lufteinlässe, die ihr öffnen könnt. Hier und auch nochmal. Einfach nur jetzt auf, jetzt zu, jetzt im Sommer, falls es jetzt weiter, es wird ja wieder warm jetzt auf jeden Fall. Das ist auch auf jeden Fall ganz, ganz gut. So, von der Optik her gefällt er mir wieder richtig, richtig gut. Ja, es sieht wirklich stylisch aus. Es gab da nämlich sogar noch eine Carbon-Optik, aber ich finde, das reicht völlig aus, dieses Schwarz. Kann man wieder noch ein schwarzes Visier nehmen, dann sieht der Helm auf jeden Fall richtig, richtig gut aus. Ich persönlich fahre privat auch einen Helm mit einem schwarzen Visier, was bei so Tageslicht sehr, sehr gut ist auf jeden Fall, aber so nachts ist ein Visier auf jeden Fall besser geeignet für sowas. Ich persönlich fahre einen Helm privat auch, weil ich auch sehr, sehr gut finde. Dann habt ihr hier unten noch was, Kindschutz, also falls ihr euch auf die Fresse fliegen solltet, dass ihr auf jeden Fall so einen Kindschutz habt, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und ja, das war's mit diesem kleinen kurzen Helm-Review. Ich werde euch noch eine Aufnahme einblenden, wie das hier aussieht, wenn man das, den sich den Helm aufsetzt. Ja, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao, tschüss.